Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von R und K Barbecue. Ja, wir stehen wieder hier heute unter unserem Carport und wollen für euch mal ein Topfgericht machen. Und was für ein Topfgericht, das wird euch die Carina dann gleich sagen. Also bleibt dran, lehnt euch zurück. Ja, es ist wieder das Ofenzelt und es geht wieder los. Ich mache jetzt eine Hexensuppe und wie ich die herstelle und die Zutaten, das zeige ich euch gleich. Für meine Hexensuppe brauche ich natürlich den Dutch-Ofen. Dann habe ich hier gehacktes, klein geschnittene Zwiebeln, Champignons, Mandarinen, Schlagsahne, Sahnekäse, selbstgemachte Gulaschsuppe, Paprikapulver, Pfeffer und Salz, Tomatenmark, Tabasco und noch einen Salat, der mit dazu gegeben wird. Ja, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ja, ich werde erstmal die Kohlen auskippen. Schon den Dutch-Ofen hier hin. Und gebe schon mal, ich denke mal, 4-5 Kohlen drunter. Jetzt gebe ich schon mal Öl rein für die Zwiebeln. Jetzt gebe ich mal die Zwiebeln hinzu. Ja, ich gebe schon mal das Gehackte dazu. Ja, der Hack sieht jetzt gut aus. Jetzt gebe ich die Champignons dazu. Und rühre das alles nochmal um. Des Weiteren mein Kraut mit Tunke. Aber wir brauchen ja auch ein bisschen Saft. Jetzt den Gulasch noch dazu. Übrigens ist das unser Biergulasch aus dem Kessel. Das Video dazu können wir euch am Ende dann mal verlinken. Jetzt gebe ich noch Tomatenmark dazu. Dann noch etwas Paprikapulver. Soll ja etwas scharf werden. Und etwas Tabasco. Dann rühren wir das alles noch mal durch. Und lassen es bestimmt das erste Mal aufkochen. Ja. Ja, die Hexensuppe kocht schon. Da kann ich dann noch die anderen Zutaten dazugeben. Ja, und dann ist die eigentlich schon fertig. Ja, es kocht, wie ihr sehen könnt. Jetzt gebe ich die Mandarinen noch dazu. Rühren wir das hier einfach mal um, nochmal. Das Ganze ist also auch eine schnelle Nummer, wenn man etwas Gulasch hat im Haus. Ja. Man kann aber auch den Gulasch aus der Dose nehmen. Schmeckt geht auch. Genauso gut. Ja. Jetzt gebe ich noch die Schlagsahne hinzu. Jetzt rühre ich das mal um. Oh, das sieht schon sehr gut aus. Ja, jetzt sieht es sehr gut aus. Und natürlich als letztes kommt, die Kalorienbomben. Kommt noch der Käse hinzu. Der muss ja auch noch etwas schmelzen. Ja, ich werde es noch mal ein bisschen salzen und noch pfeffern. Jetzt gut umrühren. Jetzt muss nur noch der Käse schmelzen und dann ist das eigentlich fertig. Das sieht sehr lecker aus hier schon. So, Deckel ist jetzt drauf. Lassen wir es noch ein bisschen köcheln, dass der Käse noch schmilzt. Und dann sind wir fertig. Ja, und hier ist unser fertiges Tellerbild. Kommen wir jetzt mal zur Verkostung unserer leckeren Hexensuppe. Auf euch. Auch mal kosten. Mmh. Lecker. Hier sind ein paar Pilze. Ja, Carina, was sagst du? Ja, mir hat es geschmeckt. Also, für diese Suppe gibt es bei uns einen Daumen hoch. Genau, also eine Nachmachempfehlung. Ja. So, und wenn euch dieses Video gefallen haben sollte,
hinterlasst einen wohlwollenden Kommentar. Ein Daumen nach oben würde uns auch freuen. Sowie ein Abo, was immer kostenlos ist. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Tschüss.